ändert sich die Höhe der Ausgleichszahlung für den Rentenabschlag, wenn das Durchschnittsentgelt 2024 festgezurrt wird. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich hatte kürzlich ein Video zum Thema kleine Rentenerhöhung im Jahr 2022 veröffentlicht. Da ging es um das Thema, dass das vorläufige Durchschnittsentgelt im Jahr 2022 gegenüber dem Durchschnittsentgelt 2021 gesunken ist. Und dass deswegen die Entgeltpunkte für eine Rente aus dem Jahr 2022 höher ausfallen dürften bei vergleichbaren Einkommen wie im Jahr 2021. Und bei uns ist jetzt eine weitere Frage zu diesem Thema eingegangen. Ich habe erfahren, dass 2022 das Bezahlen von Beiträgen für den Ausgleich von Rentenabschlägen für mich günstiger ist, weil das vorläufige Durchschnittsentgelt 2022 niedriger ist als 2021. Was passiert aber, wenn das vorläufige Durchschnittsentgelt dann im Jahr 2024 endgültig festgelegt wird und dieses dann höher ausfällt? Muss ich dann noch mehr Ausgleichsbeträge nachzahlen? Nein. Keineswegs müssen Sie da mehr zahlen. Für die Berechnung der Ausgleichszahlung wird grundsätzlich immer der Zeitpunkt der Einzahlung festgesetzt, in dessen Jahr das entsprechende Durchschnittsentgelt zugrunde gelegt wird. Wenn ich also im Jahr 2022 bei der Deutschen Rentenversicherung einen Antrag auf eine besondere Rentenauskunft stelle und mir die Deutsche Rentenversicherung diese Rentenauskunft dann auch mitteilt und mir sagt, dass ich bis zum 1.7.2022 15.000 Euro an zusätzlichen Beiträgen für den Ausgleich des Rentenabschlags für eine Rente mit Abschlägen dann einzahlen kann, wird genau das vorläufige Durchschnittsentgelt, welches für das Jahr 2022 gilt, der Berechnung des Ausgleichsbetrags zugrunde gelegt. Und deshalb muss sich niemand Sorgen machen, wenn im Jahr 2024 das vorläufige Durchschnittsentgelt des Jahres 2022 dann als endgültiges Durchschnittsentgelt festgelegt wird und dieses dann vielleicht höher ausfallen sollte, dass man dann nochmal einen Nachschlag für den Rentenabschlag oder für den Ausgleichsbetrag für den Rentenabschlag nachzahlen müsste. Das ist gesetzlich nicht vorgesehen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.